So, und da sind wir wieder zurück bei Dragon Age. Wir wollen Ja. Alistair, In der Lyanna Tat. Ja. und die Winnie. Ich weiß nicht, ich wäre dafür, dass wir nach Orgrimmar gehen. Ich wäre schon irgendwie gerne Orgrimmar. Gucken wir doch da mal hin. Sir, ich habe Neuigkeiten. Ja, nun, der Kampf scheint genauso abzulaufen Genug. wie ihr. Ich möchte wissen, was du erreichen willst, Vater. Sollten wir nicht gegen die dunkle Brut kämpfen statt untereinander? Der Adel wird in seine Schranken gewiesen und dann die dunkle Brut besiegt. Das ist keine echte Verderbnis, Nora. Nur Kaelins Eitelkeit hat es dazu gemacht. Verzeihung, Sir. Aber Verderbnis oder nicht, uns fehlen die Truppen, um der dunklen Brut in Delde zu begegnen. Kaelin hat die Orlesianer um Unterstützung ersucht, oder? Niemals! Marek und ich haben diese Bastarde vertrieben. Wir werden sie nie mehr willkommen Wir heißen. brauchen Hilfe, Vater. Allein werden wir mit der Krise nicht fertig. Ferelden wird das alleine überstehen. Unter meiner Führung, Genora. Du musst mir vertrauen. Hast du Kaelin getötet? Kaelin hat seinen Tod selbst verschuldet. Ja, das will er natürlich jeden klar machen. Nur hat er ja Kaelin hintergangen. So, speichern. Was haben wir hier? Ein Blümchen. Ah, ich wollte ja im Lager eigentlich gucken nach einem Rezept. Ich glaube, ich gucke noch mal schnell ins Lager. Möchte nämlich das Rezept für die Wundumschläge haben. Werde ich noch mal schnell ins Lager gucken. Ich vermute, das werde ich da kriegen. Dann kann ich mir auch. Ich habe Mutters Zauberbuch studiert. Wollt ihr wissen, was ich gefunden habe? Ja, möchte ich schon. Wenn es sein muss. Was habt ihr gefunden? Es ist nicht, was ich erwartet hatte. Ich hatte auf eine Sammlung ihrer Zauber gehofft, ein Abbild ihrer Macht. Aber so ist es nicht. Sondern. Beunruhigt? Ja, vielleicht ist das das richtige Wort. Vor allem eines in ihren Aufzeichnungen beunruhigt mich wirklich. Hier erläutert Flemeth in allen Einzelheiten, wie sie es geschafft hat, die Jahrhunderte zu überdauern. Und wie? Wenn es doch nur so wäre. Flemeth hat in ihrem langen Leben viele Töchter aufgezogen. Auch in den Legenden der Chasend ist von zahlreichen Hexen der Wildnis die Rede. Ich habe nie eine davon gesehen und habe mich immer gefragt, warum nicht. Jetzt weiß ich es. Wenn ihr Körper alt und schrumpelig wird, zieht sie eine Tochter auf. Und wenn die Zeit reif ist, übernimmt sie den Körper dieser Tochter. Okay. Absolut. Genau das wird in dem Buch beschrieben. Flemeths Töchter, ihre Vorbereitung, ihre Ausbildung. Ich erkenne das alles wieder. Ich soll der nächste Wirtskörper sein. Das ist mein Zweck. Oh mein Gott. Was haben wir denn da? Warum riskiert sie es dann, euch mit mir wegzuschicken? Das weiß ich nicht.
Vielleicht ist es so, wie sie sagte. Die dunkle Brut bedroht sie ebenso wie alle anderen. Oder sie glaubt, die Reise würde mich mächtiger machen. In dem Buch steht, wenn der Wirtskörper bereits mächtig und in Magie ausgebildet ist, kann Flemeth ihn viel schneller übernehmen. Oh, das ist wahrscheinlich dann der wahre Grund. Nicht auf natürlichem Wege. Vielleicht sollte ich das als Vertrauensbeweis ihrerseits für meine Fähigkeiten werten. Oder sie wollte mich aus der Korkari-Wildnis entfernen, damit sie in Ruhe ihr Ritual vorbereiten kann. Ein beunruhigender Gedanke. Welch dämonischer Funke auch immer sie zu dem gemacht hat, was sie ist, sorgt dafür, dass sie nicht an Altersschwäche stirbt. Aber ihr Körper altert. Irgendwann verliert sie die Kontrolle und kann sich nicht mehr bewegen. Darum braucht sie einen neuen Körper, einen frischen Körper, damit der Zyklus wieder von vorne beginnen kann. Okay. Kann das jeder Körper sein oder geht nur eine Tochter? Ich bin nicht sicher. Laut ihren Aufzeichnungen sind manche Wirtskörper besser als andere. Der Übertritt erfolgt umso reibungsloser, je besser der Wirt darauf vorbereitet ist. Es tut mir leid. Mich hat das alles völlig überrascht. Ich hätte doch eine Vermutung haben müssen, eine Vorahnung. Ihr hattet davon keine Ahnung? Ja, natürlich hatte sie keine Ahnung. Ihr und Flemeth ging nicht sehr vertraut miteinander um. Das ist nur ihre Art, dachte ich zumindest. Es war dumm zu denken, ich hätte es besser wissen müssen. So. Dann fragen wir mal, was das jetzt mit mir zu tun hat. Womöglich nichts. Außer ihr seid daran interessiert, dass ich euch weiterhin gegen die dunkle Brut helfe. Es gibt darauf nur eine mögliche Antwort. Flemeth muss sterben. Ich warte nicht wie ein leerer Sack darauf, gefüllt zu werden. Flemeth muss erschlagen werden und dazu brauche ich eure Hilfe. Ja, dann werde ich das auch machen. Mit ihr darüber reden hat sich wenig Sinn. Nun gut. Ich helfe euch, wenn ich kann. Wählen wir das mal aus. Dann müsst ihr zu Flemeths Hütte in die Korkari-Wildnis zurückgehen. Ohne mich. Wenn ich bei ihrem Tod zugegen bin, könnte es sein, dass sie meinen Körper umgehend in Besitz nehmen kann. Daher muss ich im Lager bleiben. Stellt sie und erschlagt sie rasch. Ich bezweifle zwar, dass sie dann wirklich tot ist, aber es wird Jahre dauern, bis sie einen neuen Wirtskörper findet und ihre Macht wiedererlangt. Wenn überhaupt. Ich brauche ihr echtes Zauberbuch. Damit kann ich mich in Zukunft vor ihr schützen. Alles andere in der Hütte gehört euch. Okay. Nicht wirklich. Aber je früher, desto besser, würde ich sagen. Okay. Nun gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Seid bedankt. Je früher das erledigt wird, desto früher kann ich wieder ruhig schlafen. So, Morrigan haben wir einen Plus bekommen, Quest aktualisiert, Fertigkeit erhalten, vermutlich bei Morrigan, weil die Freundschaft erhöht wurde. Und ich wollte ein Rezept kaufen. Hier sind sie. Ihr und eure Freunde seid wirklich großartig. Ich bin mir sicher. So, zeigen wir mal her deine Waren. Das müsste hier sein. Hier haben wir die Runen. Okay, dann. Oh! Achso, schönes Geschenk ist das. Dann hat der wohl. Haben wir hier kein Rezept? Das ist ja doof. Aber Fläschchen hätten wir einige. Da kann ich mir tonnenweise Heiltränke herstellen. Was ist das?
Konzentrationstrank. Das ist hier was Interessantes. Okay, aber das brauchen wir nicht. Ja, dann müssen wir das Zeug einfach so mitschleppen weiterhin, wenn der das Rezept nicht hat. Und wir gehen wieder zurück. So, oh, vielen eins, Dank. Zwei, drei. Ja. Es gibt sogar eine Mod, wo man mehr mitnehmen kann als nur drei Leute, angeblich. Und dann speichere ich mal. Und wir sehen uns das da vorne an. Oh. So ist das. So, dann gehst du hier drauf los. Da hinten ist vermutlich ein Magier. Terran Logan. So. Wir machen hier mal eine Gruppenheilung lieber. So, wo war das hier? Gruppenheilung. Ich werde diesen dämlichen Magier hier killen. Was hat Wendy schon wieder mit den ganzen Sachen gemacht hier, mit ihrem Mana? Starker Lyriumtrank. Ich muss den Schwachen auch noch reinholen. Davon habe ich ja weit mehr. Eins, zwei, drei, vier. Durch Blutvergießen lässt sich kein Ruhm erringen. So. Der ist tot. Oh, Alistair stirbt fast. Sie kann nichts heilen, das heißt, er muss sich selbst heilen. Schwacher. Der ist tot. Der ist auch tot. Und der auch. Ja, so schlimm war das ja gar nicht. Ich werde vermutlich die Regeneration rausnehmen, weil das kostet ja einfach zu viel Mana. Bei Winnie. So. Speichern. Hier haben wir alles eingesackt. Dann noch den Magier. Wie ihr meint. Ich werde es tun. Huch. Oh. Feuerbolzen. Was ist ja was Schönes. Mal schauen, was uns hier erwartet. Hier haben wir. Wer bist denn du? Ah. Das ist die, was ich suchte. Ich speichere mal. Ja? Oh, worum geht es? Tja. Oh, ich verstehe. Tauran muss euch geschickt haben. Ich werde mich nicht von einem von Taurans Handlangern rechtfertigen. Männer, zu den Waffen! Ja. Sowas ist mir immer am liebsten. Einfach schnell. Ich erwarte eure Befehle. Oh, geht mal betäuben. Dann kriegt er einen Tritt. Den müssen wir auch verprügeln. Hier ist ein Magier noch irgendwo. Was sind denn Magier? Ich sehe keine Magier.
Ist hier echt der Letzte gewesen? Oh, war nur zu dritt. Da haben wir nichts. Dann die Vorräte. Und einen Ring. So, dann haben wir hier alles. Oberflächenzwerg, er bringt uns wenig. Da ist der Rabe. Wen haben wir hier? Kann ich euch für etwas begeistern? Ich habe die beste Auswahl an gebrauchten Rüstungen und Waffen diesseits von Val Royaux. Oh, ich sehe gerade, mein Handy hat sich wieder aufgehängt. Gebraucht. Warum sollte man Wucherpreise für neue Ausrüstung bezahlen, wenn man fast neue Ware viel, viel billiger bekommen kann? Ja. Lasst mich aber mal sehen. Natürlich. Und vergesst nicht, dass ihr auf jedes Stück Ferrins lebenslange 24-Stunden-Garantie bekommt. 24 Stunden? Was sind das denn? Oh, der hat einiges an Rezepten. Starker Lyriumtrank. 4 Gold. Das ist ja ein Wucherpreis. Rezepte schwachen. Ich möchte das Rezept für Wundumschläge haben. Was hat er nicht? Der schlimme Finger. Was haben wir hier für eine Rüstung? Oh, nett. Große silberne Rune. Silberitrune. Schaden gegen dunkle Brut 10. Wow. Außergewöhnliche Dope, das ist für Suffren sicher. Das interessiert mich nicht. Bild eines. Okay. Das wäre für Stan. Tja, der hat nicht das, was ich möchte. Somit kann er mich vergessen. Dann ziehe ich einfach weiter. Dem Erbauer sei Dank, dass mein Bruder und seine Familie es aus Lothering herausgeschafft haben. Er sagte, die dunkle Brut habe am nächsten Tag. So, was haben wir hier? Ein Zwerg. Ein Schüler. Was glaubt ihr? Was kann ich für euch tun? Das dürfte interessant sein. Welch ein Stil! Der Mann ist wahrhaftig ein Gelehrter und Rhetoriker. Von einem solchen Mann seiner Pflichten enthoben zu werden, ist eine Ehre. Einen schönen Tag noch. Okay. Was haben wir hier noch? Noch einen Händler. Zwerg und Oberflächenzwerg. So, dann speichern wir einfach mal wieder. Weil da vorne wird es ein bisschen ungemütlicher. Beata! Dieses Land wird von den unabhängigen Zwergenkönigen verwaltet. Ich kann euch derzeit den Zutritt nicht gewähren. König Loghain verlangt die Unterstützung der Dashiers oder Lords oder wie die in eurer Versammlung eben heißen. Ich bin sein offizieller Bote. Ihr könnt auch der Fußabstreifer des Königs sein. Nach Orsama kommen bis zur Klärung der Thronnachfolge nur die von unserer Art. Oh. Wer nicht? Wenn ich nicht rein darf, sollte niemand rein dürfen. Orsama hat keinen König. Andryn Edukin ist vor 3 Wochen aus Trauer über den Verlust seiner Söhne zum Stein zurückgekehrt. Die Versammlung konnte sich auch nach einem Dutzend Wahlgängen nicht über einen Nachfolger einigen. Wenn das nicht bald geklärt wird, droht uns ein Bürgerkrieg. Das ist natürlich nicht schön. Ich bin ein grauer Wächter. Verpflichtet, also mal dazu. Die Wächter haben König Kaelin getötet und Ferelden beinahe in den Untergang getrieben. Sie sind erklärte Feinde von König Loghain. Nun, das ist das königliche Siegel. Nur die Versammlung darf es brechen. Grauer Wächter, ihr könnt passieren. Ihr lasst einen Verräter passieren? Einen Außenseiter?
Ich verlange im Namen von König Loghain, dass ihr diesen Fleck auf Fereldens Ehre hinrichtet. Ja. So. Das werde ich. Ich bin ein Bote von König Loghain. Bekämpft einander, wenn ihr meint, aber nicht direkt vor meiner Türschwelle. Der kann ja schreien. Wir haben hier also drei extrem starke Gegner. Ich vermute, da ist ein Magier auch dabei. Den habe ich aber noch nicht erkannt. Hier, das ist der Magier. Auf dem will ich losgehen. Braucht ihr Hilfe? Wow. Die heizen Alistair richtig ein. So. Das war der. Wen haben wir hier? Leibwächter. Leibwächter. Und du weißt ja auch, was du tun musst. Auf jeden Fall eine Heilung rausschmeißen. Und haben wir sonst noch was Nettes vielleicht? Nein. Die Siedeln wären vielleicht auch ideal zu skillen. So. Da hat's den auch zerlegt. So. Und das war's. Betrachtet es als erledigt. Oh, eine Blitzrune. Wie schön. Wie schön. Bisschen Gold. Was haben wir hier? Na. Wundversorgungsausrüstung. Das ist ja toll. Genau sowas möchte ich herstellen können. Ich speichere mal. Ihr habt mir einen Dienst erwiesen. Dieser Imrek hat hier schon eine ganze Woche lang rumgebellt. Sind alle Menschen so dämlich? Ihr könnt Orsama betreten, Grauer Wächter. Obgleich ich nicht weiß, ob ihr dort Hilfe finden werdet. Okay. So. Jetzt habe ich meine Hände dazwischen auch nebenbei neu gestartet. Hallo, gehst du wieder an? So. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Atrastvala Wächter! Es ist lange her, seit euer Nobler Orden. Ob sie davon in der Stadt auch Miniaturausgaben verkaufen? Ich hätte gern ein paar davon auf meinem Kaminsims. Ich habe seit Tagen nichts gegessen. Okay. Diesen. Diesen. Etwas Mitleid mit einem armen alten Mann. Das ist wahre Schönheit, Tochter. Wenn du Branka nacheifst. Ah, jetzt hat Alistair auch mal. Ich werde es tun. Das Zeug los. So, hier hinten kann man nicht hoch. Ihr seid nicht religiös, oder? Ihr glaubt nicht. In gewisser Weise schon, aber es bestimmt nicht mein Leben. Deshalb fragt ihr? Ach, nichts. Aber ihr seid ein sehr guter Mensch, das merkt man gleich. Und anfangs dachte ich, ihr werdet religiös, so wie die ehrwürdigen Mütter. Winnie und religiös? Nee, nicht ganz. Sie meint zwar, sie dient einer Bauer, aber... Nun ja.
Die Versammlung bestimmt den König und ein König schlägt seinen Nachfolger vor. Das Blut spielt bei beidem keinerlei Rolle. Oder wie jetzt, wenn jemand die Versammlung für einen Staatsstreich missbraucht. Wer weiß schon, was mein Vater in seinen letzten Stunden gesagt hat, wo doch nur der Emporkömmling Harrowmont an seiner Seite war. Ich lasse euch in den Kerker werfen. Du hast dir zu viel vorgenommen. Ihr da, trennt die Deschis im Diamantenviertel. Ich lasse nicht zu, dass Belen einen Aufstand anzettelt. So redest du nicht über den Mann, der König werden sollte. Oh. Das ist ja eine nette Begrüßung. Betrachtet es als erledigt. Okay, das können wir also nicht so. Hab mir hier einen Codex-Eintrag. Das ist also Orsamar. Wie es aussieht. Riesig. Da ist auch ein Eintrag. Es gibt viele Geschichten über verlorene Könige, die in ihr Heimatland zurückkehren und dort ruhmreiche Herrscher werden. Ich bin nicht verloren. Hm, sieht ja aus wie ein Kochtopf hier. Und ruhmreich ist dann mir schon gleich überhaupt nichts. Ihr seid Mareks Sohn und damit der rechtmäßige König von Ferelden. Ich bin der Sohn einer adelfixierten Dienstmagd und eines untreuen Mannes. Ich hätte mich auf normale Nax beschränken sollen. Und jetzt habe ich die auch noch verloren. Die finde ich nie wieder, so schnell wie die sind. Normale Nax? Die mag ich nicht. Die sehen so schmutzig aus. Ich gehe jedenfalls nicht zurück zu den Lieferanten in der Stadt des Staubs. Ich werde wohl zusperren müssen. Man muss sie vor dem Grillen kochen. Aber sonst sind sie völlig ungefährlich. Manche sagen, sie wären gute Haustiere. Ich finde, da könnte man auch eine Rübe an die Leine nehmen. Das wäre sehr nett. Ich brauche nur eine, um wieder ins Geschäft zu kommen. Okay. So, hier haben wir nichts. Hier geht's auch nicht rein. Werden wir uns mal... Oh. Zeit. Habt ihr kurz Zeit? Wer bist denn du? Ihr seid wohl nicht von hier. Sehe ich wie ein Zwerg aus? Ich suche schon ewig jemanden, der die Oberfläche wirklich kennt. Ihr habt wohl noch nie von etwas gehört, das sich der Zirkel nennt. Doch. Ich versuche seit Jahren mit ihm Kontakt aufzunehmen und habe jeder Karawane dorthin Briefe mitgegeben, aber nie eine Antwort erhalten. Ich will wissen, ob sie mich als Schülerin aufnehmen würden. Kein Zwerg hat jemals im Zirkel der Magie studiert. Ihr kennt wohl den Artikel des ersten Verzauberers Caitlin nicht. Abhandlung über Zwerge und die Nichtvererbbarkeit von Magie. Er hat Zwerge aus 20 Blutlinien getestet und festgestellt, dass sie ungeachtet von Lyriummenge oder Zeit an der Oberfläche keinerlei Zauber wirken konnten. Der Zirkel vermutet, dass uns das Lyrium im Stein vor spirituellen Einflüssen schützt und uns mit der Zeit dagegen immun gemacht hat. Okay. So, den Rest werden wir in der nächsten Folge klären. Bis dann!